Wie sieht die Lösung der Professoren aus? Die wollen, also erstmal der Grundgedanke. Die Professoren haben nach 51 Jahren Wissenschaft als ganz klares Endergebnis, dass die Weltprobleme alle an einem Faktor liegen. Dass wir überall eigentlich Fehlverhalten und schlechtes Verhalten belohnt haben. Zum Beispiel, wenn jemand Kriege provoziert hat, haben wir die Waffenhändler belohnt. Vielleicht sogar dafür, dass sie es provoziert haben. Wenn ich chronisch krank wurde, haben wir die Pharmaindustrie belohnt, indem wir dann fürstliche Gelder ausgeschüttet haben. Aber dafür, dass jemand eure Gesundheit fördert und Krankheiten verhindert, haben wir keinen Cent ausgegeben. Oder wenigstens. Oder wenn wir die Pharmaindustrie haben wir so viel ausgegeben, für die Prävention so viel bis jetzt. Es muss aber genau umgedreht sein. Wir müssen die Gesundheitsförderung belohnen. Und das haben die Professoren gemacht. Ich mache mal ein Beispiel. Da hinten ist euer Hausarzt. Der bietet euch jetzt, angefangen vom Kinderarzt und Zahnarzt, bietet spaßmachende Ernährungskurse, Sportkurse, Entertainment-mäßige, vielleicht mit Comedians durchsetzte Events, wo man über Gesundheit erlernt, gesunde Ernährung, gesunder Sport, Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten, so eine Art Gesundheitstreff, wo man neue Leute kennenlernt und so weiter. Und man holt die Alten auch wieder aus der Einsamkeit raus und so weiter. Und dann konsumieren die im Durchschnitt etwas weniger Alkohol, etwas weniger Zigaretten, lernen an, gesünder sich zu ernähren. Die Krankheitskosten gehen runter und davon können wir jedes Jahr 70 Milliarden einsparen, nur mit einer von 20 Reformen. 70 Milliarden pro Jahr nur im Gesundheitswesen. Das behauptet der Chef des Allgemeinen Deutschen Patientenverbands, der Arzt Christian Zimmermann, der sagt, jedes Jahr sind 70 Milliarden Einsparungen drin. Und wenn wir es davon schaffen, nach Entschädigung aller, die von dem Wandel betroffen sind oder geschädigt werden durch den Wandel, müssen wir ja mitnehmen, wenn wir dann es schaffen, jedes Jahr 60 Milliarden ins Klima rüber zu tun, dann schaffen wir den Kohlestopp 26. Ja? Was haltet ihr von diesem Grundkonzept? Deutschland reicher machen und dann Klimaziele bezahlen? Also das Grundprinzip ist auf jeden Fall gut. Die Umsetzbarkeit bei den Arztterminen sehe ich vielleicht als schwierig, da viele Leute es eben nur gewöhnt sind, zum Arzt zu gehen, wenn sie krank sind. Da müsste ein Wandel im Kopf vorher passieren, bevor man den Wandel tatsächlich im Gesundheitswesen dann einführt. Aber genau, und genau richtig. Das Argument ist genau, darüber haben ja die Professoren 51 Jahre gegrübelt, wie man das alles macht. Und wichtig ist die Erkenntnis, dass der jetzige Arzt behauptet, dass er etwa über 50% seiner Arbeitszeit nur für Papierkram verwendet. Den würde man wegfallen lassen. Also hat er jetzt 50% seiner Arbeitszeit frei, diese Kurse anzubieten und die auch allen, die in seine Praxis kommen, aber auch allen, die er anschreiben kann, anmailen kann, einzuladen dazu. Und er muss natürlich völlig umdenken, aber es ist klar, die Regierung muss ganz klar sagen, Leute, wir müssen umdenken. Wir gehen in Zukunft zum Arzt, um gesund zu bleiben und um nette Leute kennenzulernen und nette Partys zu feiern, aber wir gehen nicht erst dann zum Arzt, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, wenn es zu spät ist, wenn der Krebs schon da ist, dann ist es immer schlechter. Ja? Und dieses Umdenken vollkommen richtig, das muss man erzeugen. Ja, das stimmt durchaus. Ja, ich habe dazu auch noch was, also zur Umsetzbarkeit. Ich glaube, das ist aber eigentlich gar nicht so utopisch, dass es passiert, weil ja gerade viele alte Leute auch oft zum Arzt gehen, obwohl es jetzt nicht unbedingt was ist, was behandelt werden müsste, sondern aus Einsamkeit und sowas. Und aus Einsamkeit. Wir haben die ganze Mensch, unsere ganze Kultur, unser Wirtschaftssystem läuft auf Vereinsamung raus, weil nämlich unbewusster Mechanismus, weil einsame Menschen mehr konsumieren. Im Durchschnitt entstand so eine Art Versingelung der Gesellschaft, weil der Spiegel hat das mal geschrieben, der Single entfaltet die höchste Kaufkraft, ja. Und diese Vereinsamer würden wir würden den Leuten einen Anlaufpunkt bieten, wo sie immer mit anderen Leuten reden können, wo man sich trifft, wo man Sozialleben stattfindet. Und dann müssen sie nicht mehr sozusagen sagen, geben Sie mir doch noch mal eine Spritze, Herr Doktor. Ja, stimme ich zu. Finde ich gut. Also Grundansatz gut. Was jetzt fehlt, ist der Deal eigentlich. Das ist eigentlich ein Vierer-Deal. Stellt euch vor, hier wäre jetzt Greta Thunberg. Könnt ihr euch ermessen, wie viele Journalisten jetzt hier wären? Einige. Und jetzt Greta Thunberg, Fridays for Future, die zweiten Scientists for Future und die Regierung. Und dann müssten die euch versprechen, von jeder Milliarde, die reinkommt, verwenden wir 90% für die Klimaziele. Und das wäre der Deal, und den brauchen wir. Ohne den Deal kriegen wir es nicht hin. Ne? Also, was findet ihr, meine Frage,
oder meine Bitte an euch, unterstützt dies, dass es zu diesem Deal kommt.